Hörst du manchmal den Modest-Song? Ja, oft. Und selber meine Kinder kann das singen. Gegen welche Mannschaft magst du es am liebsten zu spielen? Gegen jede einfach. Hauptsache 3 Punkte mitnehmen. Dein Lieblingsort in Köln? Mungelsdorf. Wo schlägt dein Herz? Bei mir zu Hause mit meiner Familie. Bist du froh, wieder beim FC zu sein? Natürlich nicht, deswegen bin ich zurückgekommen. Anthony, woran glaubst du? Wie? Woran glaube ich? Ich glaube, ja, jeden Tag an mich. Und das ist wichtig, weil sonst niemand würde auf mich glauben. Welchen Beruf hättest du ergriffen, wenn aus dir keine Profifußballer geworden wäre? Einfach keine, weil ich wusste schon, dass ich Profifußballer würde. Currywurst oder Burger? Ja, Currywurst. Bleibst du nach deiner Karriere in Köln? Ich hoffe, ja. Ja, ich fühle mich voll hier, Familie auch. Dann gibt es keine andere Antwort als ja. Keine Frage, aber du bist der Gast. Dankeschön, danke. Was war deine schlechteste Note? Keine Ahnung, ich lese keine Zeitung. Würdest du lieber ins Tor oder in die Innenverteidigung gehen? Boah, Innenverteidigung, weil Torwart, glaube ich nicht. Wer ist die Frau in eurer Beziehung? Du oder Marco? Ich denke, nein, ich denke nicht, ich bin sicher, dass Marco ist. Und für mich seine langen Haare. Womit kann man dich wirklich auf die Palme bringen? Schwer zu antworten. Gibt Joker? Nächste. Was war dein schönstes Tor in deiner Karriere? Ja, ich denke gegen Bayern München. Und wir spielen gegen Bayern München. Wer aus der Mannschaft ist der große Klassenclown? Kessler. Thomas Kessler. Was bedeutet die 27 für dich? Ja, das ist das Datum mit meiner Frau zur Beziehung. 27. Juli 2007. Deswegen, ich hatte für das nur entscheiden. Kölsch und Halve an oder Croissant und Kaffee? Boah, ich trinke keinen Kaffee. Und ja, dann Kölsch und Alvehan. Hast du einen zweiten Namen? Ja, habe ich zwei noch. Ist Anthony, Stefan und Bernard. Sind deine Kinder auf FC-Fans? Auch FC-Fans? Ja, natürlich. Wegen mir und ja, wohnen auch in Köln und fühle voll hier in dieser Stadt. Dann ja. Lieber Anthony, warum bist du so süß? Dann muss ich meine Eltern fragen. Weil meine Eltern sind süß, dann bin ich auch süß. Wie findest du, dass Will deine Torjubel kopieren? Ja, ist immer gut und immer schön, wenn das jemand nimmt. Das bedeutet viel. Dann ich hoffe, dass Leute wieder das machen und ich auch. Das ist schon lange her. Kannst du die Hymne auswendig? FC Köln!